in seiner Wohnung und seiner Werkstatt befanden. Jetzt ist Herr Moody schlauer geworden, denkt er zumindest. Er hat das belastende Material offenbar außer Haus geschafft. Wenig später in Chandler, Georgia, durchsuchen Ermittler ein Haus, in dem Moody Kellerräume angemietet hat. Sie stoßen auf ein Rohr mit aufgeschraubten Endstücken. Wahrscheinlich der Prototyp für eine weitere Rohrbombe. Die Untersuchung im Labor bringt jedoch keine Spuren von Sprengstoff zutage, sondern nur Rost. Doch in einem Waffengeschäft erinnert sich der Verkäufer an Leroy Moody. Er hatte bei ihm eine große Menge Schießpulver und Zünder gekauft. Kurz darauf werden Leroy Moody und seine Ehefrau Susan verhaftet. Sie war seine Komplizin. Als Gegenleistung für ein mildes Urteil legt sie ein umfassendes Geständnis ab. Sie beschaffte für Moody das Zubehör für seine Bomben. Zu den Einkäufen fuhr sie immer verkleidet. Susan Moody führt die Ermittler zu den früheren Zellennachbarn ihres Mannes. Dort finden die Polizisten Kisten mit Moodys Namen. Darin Waffen mit Munition, eine Bauanleitung für Bomben und ein Schweißgerät.